das Zentrale ist nun, wie muss man denn nun die Motivation in der Erwachsenenbildung aufbauen, dass sie anders wirkt wie in der Schule, dass sie die Leute also bei der Stange hält, wenn kein Druck da ist. Die kennen sicher die Alltagsregel, dass viele Leute sagen, ich kann nur unter Druck lernen. Das wird aus der subjektiven Sicht stimmen. Objektiv lernen die Leute natürlich jeden Tag etwas, was gar keinen Druck hat. Aber das wissen sie nicht, das merken sie nicht, weil sie das von der Schule eher so biografisch erinnern, dass das immer so ein Drucklernen war. Immer vor der Klausur oder vor der Klassenarbeit muss man sich nochmal hinsetzen und sich irgendeinen Stoff reinziehen, der einen überhaupt nicht interessierte. Und dann kam die Klausur und dann konnte man das alles da hinkotzen und hatte dann mäßige Zensur. Und deswegen nennen das ja die Popularisten der erziehungswissenschaftlichen Forschung Bulimie lernen. Fressen, wieder auskotzen. Sie merken, was dieses scharfe Wort bedeutet. Man muss davon ausgehen, dass das Wissen dann entweder negativ kodiert ist, man erinnert sich nicht gern dran, oder es einfach schlicht vergessen wird. Also keine sehr effektive Form. Und deswegen überlegt man eben schon seit einiger Zeit, übrigens auch für die Schule, aber mehr noch in der Erwachsenenbildung, dass man von der Motivation, von dem Druck, Motivation kommt von dem Wort bewegen, das ist also ein mechanischer Begriff, also irgendwie wird man geschoben oder gezogen, um etwas zu lernen, hin zu den Begriffen Interesse und Relevanz.